Der Zombie ist back. Ich bin dein Vater. Deine Mutter. Herzlich willkommen. Stefanie kommt auch ins Bild. Herzlich willkommen in Wilton. Ja. Wir hatten leichte Schwierigkeiten, das Haus, Berg, Land zu finden, aber wir haben es gefunden. Und es sieht vielversprechend aus, was hier auf dem Parkplatz los ist. Stefanie. Sebastian. Bist du erholt nach 5 Jahren gestört, aber geil. Nach vor allem 3 Stunden Schlaf, dann nochmal 1,5 Stunden Schlaf. Und einem Cappuccino, jetzt geht's langsam. Ich bin voll, voll. Du bist voll, voll? Nein, das noch nicht. Vielleicht später. Noch nicht. Nee, also ich bin auch sehr erholt. Man mag es kaum glauben. Ersten fahren schon nach Hause. Oder holen Verstärkung, man weiß es nicht. Holen vielleicht Kaffee. Ja, die holen vielleicht Kaffee. So. Im Gegensatz zu gestern haben wir diesmal nicht ganz so viel zu erzählen, vielleicht aber nachher. Genau, mal sehen, ob der Sebastian wieder nackt auf dem Tresen tanzt. Man weiß ja nie. Man soll nie sagen. Genau. Es gibt für alles ein erstes Mal. Das auch. Und man sollte alles mal probiert haben. So. Habt das gehört, ja. Das war schon wieder eine Kampfansage. Mit diesen 3 Weisheiten verabschieden wir uns erst einmal. Bis später. Genau, wir gehen nochmal rein. Und dann trinken wir Wasser. Also ich. Ja, Wasser. Wasser, Marsch. Stefanie studiert noch die Flyer, die. Ja, ich habe hier so 2-3 kleine Flyer. Freundlicherweise ans Auto geheftet wurden. Oktoberfest, das ist das. Das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich voll vorbei. Das ist dieses Wochenende noch. Boah, die Sebastian, da kannst du jetzt hingehen. Ich darf da noch nicht hin. Mit Jolly Jumper! Nee, die Firebirds. Entschuldigung. So. Ja, da sind wir wieder mit. Eindeutig geschädigten, wie sagt man, Ohren. Das war ganz schön laut, als zumindest haben die Hot Bananas ganz schön laut gemacht. Wie immer. Schicke Locke. Ups. Ja, das kann passieren, wenn man alles gibt. Wilton. In Wilton wohnen die Wilden. Ich habe eine Theorie. Meine Theorie ist, 200 Leute mehr hätten der Veranstaltung gut getan. Ich glaube, jeder Veranstaltung tun 200 Leute mehr. Nein, das kann man so nicht sagen. Okay, dann nehme ich das natürlich sofort wieder zurück. Ja, wie soll ich sagen, ne? Nee, es war... Was hast denn du für einen Schaden genommen? Jason Lindsay, du bist schuld, ey, du alter, fresh Dachs, du. Ich glaube nicht, dass Jason Lindsay unsere Videos schaut. Um das mal jetzt hier auf den Punkt zu bringen. Wilton war nicht ganz so voll, wir waren nicht so voll. Aber es war trotzdem, denke ich mal, eine geglückte Mission, denn wir haben die anwesende Crowd durchaus dazu bewegen können, aufeinanderfolgende Schritte zu vollführen, die man gemein als Dancen einstufen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Crowd gedanced hat. Gedanced. Sebastian hat auch gedanced. Leider nicht nackt auf dem Tresen.
Ja. Ja, nur bei den Liedern, die mir wirklich gut gefallen. Aber das waren eigentlich alle. Oh Mann. Ja. So, ey Leute, wir waren jetzt 2 Wochen Urlaub und dann gleich so ein Doppelpack, das kann nicht gut gehen, ey. Ja, wer sich das überlegt, da braucht sich einfach nicht wundern, dass dann sowas bei rauskommt. So eine rauskommt. Kritte aus dem herauskommt hier. Aber ich muss sagen, es hat mich total gefreut, die beiden Patricks mal wieder zu sehen. Also den einen Patrick, den Hofmann-Patrick, den sehen wir öfters, weil wir mit dem ja auch so ein paar Sachen machen. Befreundet also jetzt, sind. Ja, wir sind. Into so hart. Ja. Aber den anderen Patrick, der macht sich nämlich ganz schön rar. Und es ist schön, dass man den auch mal wieder gesehen hat, weil das eine sehr sympathische Gestalt ist. So. Sein Bart. Ja. Ob mit oder ohne Bart, eine sympathische Gestalt. Das ist gar nicht so einfach. Nein, es ist nicht einfach, aber wenn es einfach wäre, wäre es auch langweilig. So. Nächste Woche wird's auch alles andere als langweilig, denn da sind wir am Freitag unterwegs, am Samstag unterwegs. Am Sonntag im Grunde auch unterwegs. Ja. Da haben wir ganz schön viel Autobahn vor uns. Ja, aber ich freue mich extrem, vor allem auf den Samstag. Koi Mannheim hat bisher nie enttäuscht, ein super toller Laden. Und man sieht halt mal die Leute wieder, die man lange nicht gesehen hat. Das ist aber ganz schön schön, dass wir viele Leute sehen, die wir lange nie gesehen haben. Ja. Und das, darauf freue ich mich. Ich freue mich natürlich auch. Vorher sind wir im Rockbahnhof in Meißenberg. Dort geht auch die Post ab, beziehungsweise der Bahnhof. Ach so, wieder dieser Patrick dabei, oder? Ja, genau. Stimmt. Mit Patrick Hofmann. Genau. Super geil. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Wochenende. Bis dahin sind leider noch ein paar Tage zu überbrücken. So eine hässliche Woche liegt da dazwischen. Ja. So ein komischer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Tja, geht Menschen wie Leuten. Liebe Leute. Yes. Wir machen jetzt wir treten die Heimreise an und wünschen euch eine möglichst entspannte Woche. Ja. Und nicht vergessen, wenn ihr Fragen habt an uns, Fragen, die uns noch nie jemand vorher gestellt hat, dann her damit. Entweder direkt in die Kommentare, per Nachricht, per Mail, völlig egal. Wir wählen ab der kommenden Folge jeweils eine Fanfrage aus und die werden wir ausführlich beantworten. Da bin ich ja mal auf deine PowerPoint-Präsentation gespannt, Sebastian. Okay. Ja! Genau, ich werde das dann ordentlich demonstrieren, wie sich die Sachlage verhält. In dem Fall, den ihr gern geklärt haben möchtet. So, jetzt Schluss hier. Wir fahren jetzt nach Hause. Ja, das ist ja schon eine Katastrophe wieder hier. Wir waren 2 Tage unterwegs und sind schon wieder völlig hinüber. Ja. Das kann nicht so sein. Das kann einfach so nicht sein. Aber ich find's trotzdem geil. So, wir sind raus. Wir sind sowas von raus. Sebastian, wir sehen uns morgen auf eine Weißwurst und wir wünschen euch eine coole Woche. Bis zum Freitag und Samstag. Lasst euch gut gehen. Ran an die Wurst. Jetzt ist es soweit. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Es geht los. Heute Abend wird wieder Remy Demi gemacht. Stefanie zu Stuttgart, die Inneneinrichtung, die Hardcore-Fans unter euch wissen. Wir haben vor einem Jahr in Altstadt begonnen. DJing is dangerous, hieß es damals. Boah, echt, ey. 9:30 Frühstück. Das ist in 4 Stunden. Ich bin echt schon wieder Urlaub vertragen. X da. Das sind schon wieder Zeiten, ey. Es ist ein Knochenjob, Leute, ey. Scheiße, dich, ey. 9:30. Ich glaub, Frühstück sieht anders aus. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Stephanie ist sehr traurig, dass wir Franks und Müller kein Frühstück bekommen haben. Wir hatten euch anders in Erinnerung. Passt ja an der Schule auf, dass euch das erspart wird, bleibt.